Was heißt denn Grocery Store nochmal? Das weiß ich nicht. Ich glaube, das ist so ein Lebensmittelladen. Supermarkt, glaube ich. Weiß nicht, was Grocery genau heißt. Ich meine, das wäre so einfach so ein Supermarkt auch. Anderes Wort dafür, anderer Ausdruck. Boah, ich muss dringend mal wieder irgendwo hin, wo was passiert. Ich jetzt in Richtung Kirche, in der Hoffnung, dass da mehr geht. Ich finde mich in Elektro nicht zurecht. Hey, hier, Buddy. Das ist bestimmt der Typ, der mich eben abgeknallt hat. Jetzt lässt er mich nochmal kommen, um mich nochmal abzuknallen. Kann sein. Oh. Dann holt er dich zusammen einen runter, weil der gesagt hat, weil er dich immer angeguckt hat. Ja, ist ja egal, jetzt mache ich das einfach mal. Ja, mach mal. Hast du nichts zu verlieren? Eben, nur Makarov. Ja. Weißt du, wenn ich jetzt fette Ausrüstung hätte, dann hätte ich den scheiß General Hospital auch gekillt. Dann wäre ich trotzdem da hingegangen mit fetter Ausrüstung, hätte ich den gekillt. Ja, genau. 747 Stranger. Da ist, was ist das denn nochmal? Das ist, glaube ich, die Schule. Ich bin mit dem Bus bis da fahren, das geht schneller. Bin eh an der Haltestelle. Der Schule, da liegt doch bestimmt so ein Bastard und snackt mich gleich weg, ey. Oder nee, das ist gar nicht, das ist glaube ich die Fire Station, oder? Die Schule hat da nicht so einen fetten Turm. Kann nicht die Schule sein. Ich habe eine Lee Enfield, ganz viel Makarov-Munition von dem bekommen. Das ist so ein Hero-Typ, der hat so ein kariertes Hemd an. Echt? Ja. Ja, cool. Jetzt nämlich für die 1911, da hat er noch Munition hingelegt. Da habe ich aber nur einen für. Wie geht der denn? Der geht wie ein Frosch oder so. Ich robb gerade auf die Fire Station. Oh Gott, da ist jemand reingelaufen. Also wie heißt der? Das ist hier Benjamin. First TT TT irgendwas. Oder? Bleibt mir hier hinten im Gras liegen. Cool, Dose Bohnen, Dose Coke. Ist ja geil. Nur, dass ihr euch nicht wundert, weil da ist gerade jemand gelaufen. Ich weiß nicht, ob es wieder der General Hospital war. Bist du in Scherne? Ich bin in Elektro noch. Ja, das meine ich doch, weil du mir das sagst. Was? Weil du mir das sagst. Was? Da dann noch einer läuft und so. Hä? Ja, ist schon gut. Vergiss es. Halt die Fresse! Ich weiß auch nicht, welche Spur du wieder drauflegst. Nur blöd, wenn ich jetzt hier im Gras liegen bleibe und nicht weiter robb. Und die Leute denken sich, boah, was macht denn der da? Das stimmt, das stimmt. Ich komme jetzt aber dann noch, Richtung hier ist noch eine Wasserflasche, die nehme ich noch mit. Ich glaube, da ist nämlich gerade, da ist auf jeden Fall gerade einer reingelaufen. Ich weiß nicht, ob es der Typ ist von eben. Auf jeden Fall hat der Zombie ist am Arsch und ich will da jetzt nicht einfach so reinlaufen. Ja. Deswegen hocke ich hier gerade noch im Gras. Guck mal, dass ich jetzt abhau hier in den Wald und dann nach Elektro kommen sonst. Ey, ja, aber geil, Alter. Hat er dich voll ausgerüstet, ist voll cool. Ja, was heißt voll, aber eine Lee Enfield, ja, aber ne? Eine 1911, was essen, was trinken. Startkram, ne? Ja. Nein! Was denn? Wer ist das? Wer ist das? Oh, scheiße, zu spät, kann ich nicht mehr sehen. Da ist gerade einer mit einer Flinte aus der Feuerstation rausgelaufen. Mit einer dicken Flinte.
Kann sein. Er ist noch relativ weit weg. Das war auch gut so, dann konnte er mich auch nicht sehen. Aber auf jeden Fall sind Zombies hinter dem her. Da kommt er wieder. Nee, das ist nur ein scheiß Standardgewehr, glaube ich. So eine Winchester oder so. Ja. Also nichts Cooles. Eigentlich müsste ich nochmal Orbit Krankenhaus suchen, aber ich habe keinen Rucksack, ich kann ja nichts mehr tragen. Ja, das ist auch scheiße. Oh, jetzt kommen hier 30 Milliarden Zombies, die sind alle hinter dem her. 5 Magazine, die Enfield sind dort gewesen. 5 Magazine? Mhm. Also fast 50 Schuss. Das ist gar nicht so schlecht, ja. Dann robbe ich doch jetzt mal weiter. Ich habe ihm auch gesagt, der erste freundliche Spieler, den ich getroffen habe. Ja, habe ich gelesen. Da meint er halt, gibt noch mehr von seiner Sorte. Aber wenige. Ja. Ja, wir beide untereinander zum Beispiel. Ja, gut. Ich habe noch nie einen getroffen, glaube ich. Ich meine, gut, ich habe auch, normalerweise snacke ich die Leute auch, wenn ich die sehe, weg. Ja, der Krisselmann, der hatte letztes Mal, ich weiß gar nicht, ob die Folge schon raus ist, ob wir das schon sagen können. Aber, doch, Taxidienst habe ich, glaube ich, schon gepostet, ne? Habe ich schon hochgeladen. Kann sein. Den hat ein Spieler im Auto mitgenommen. Echt? Ja. Obwohl, von heute die Folge, kann das sein? Bis wo der Motorgeräusche gehört hat? Ja, bis die Folge jetzt hier kommt, ist da sowieso schon draußen, deswegen können wir drüber reden, ist ja egal. Da kommt, der liegt da, kommt ein Typ im Auto angefahren, nimmt den mit. Geil! Ja. Aber er wusste halt nicht, wohin, und er wusste nicht, wie er mit dem reden kann oder kommunizieren, dann ist er irgendwann ausgestiegen wieder. Ja. Ja, gut, gesagt, wenn er eine Knarre gehabt hätte, abknallen, hätte man ein Auto gehabt. Da hätte man ein Auto gehabt. Wobei das natürlich auch nicht vorbildhaft ist, ne? Die Spielweise dann. Das stimmt. Aber ich habe jetzt schon so oft probiert, ein Auto zu bauen, wenn man denn mal wirklich irgendwas gefunden hat, und das ging nicht. Wir waren ja mit Victor, war ich ja einmal hier, wie heißt denn das noch? In Solnitschi. Da wollten wir so einen LKW bauen. Ja, stimmt. Und dann wurden wir ja beschossen von 2-3 Leuten noch. Oh, da schießt er noch mich. Scheiße, getroffen. Knochenbruch, kacke, ey, das gibt's doch nicht. Also, außer einer Dose Cola habe ich jetzt in der Firestation nichts bekommen. Ich bin tot, gleich. Scheiße. Und da kommt noch ein Zombie. Ich bin tot. Ey, das gibt's doch nicht. Scheiße. Ich bin gerade aus Elektro raus. Und ausgerüstet worden von den Typen da, ey. Das ist bitter. Ja. Gleich eine Kugel in den Rücken. Oh, fuck. Ja, da war ich, komme ich endlich mal Leo als... Leo Jenkins mit freundlichen Grüßen, naja. Lesson 2, never wild on side channel. Nee, das hat nichts. Das hat damit doch nichts zu tun. Ich weiß nicht. Ja gut, der wusste, dass du ein Tscherno bist. Super. Ja, ist auch egal. Aber der hat dich ja, der hat dich so gefunden. Weißt du? Ja. Wenn er das nicht geschrieben hätte, hätte er dich auch gefunden. Wahrscheinlich schon, ja. Eben. Die alten Schnippler hier, die Wichsers. Nur, ich habe jetzt was erlebt. Ich habe einen Freund, einen Spieler kennengelernt. Super. Ein Besserwisser hier. Der meint, der wäre der Coolste, weil er jetzt. Was gesagt hat. Ja. Also, ich bin jetzt das erste Mal aus der Fire Station lebend wieder rausgekommen. Glaube ich. Und habe eine ganze, unglaublich fettkrasse Dose Cola mitgebracht. Sonst habe ich da nichts erreicht. Ich habe noch ein paar leere Dosen gefunden. Aber die waren mir dann auch zu krass zum Mitnehmen, weil das ist ja dann auch unfair, wenn man so fette Waffen mitnimmt. Jetzt gehe ich mal in die Kirche und bete mal zu Gott, dass ich ein paar coole Sachen finde. Na, in der Kirche ist die Chance dann nicht besonders groß, ne? Nee, ich weiß. Also hier liegen auf jeden Fall schon mal die übelsten Sachen. Leere Dosen, geil. Richtig krasser Scheiß. Ich hoffe, ich komme jetzt irgendwo bei dir in die Nähe. Noch ein paar leere Dosen? Zwischen den Bänken, da schlafen dann immer die Obdachlosen. Da gibt es doch bestimmt coole Sachen zu holen. Rauchgranate, grün. Ja, super, nehme ich die mit. Schrotmagazin, brauche ich aber nicht. Das Schrotmagazin brauche ich nicht. Jo, habe ich. Boah, gar nichts. Wenn ich jetzt wieder bei Factory wieder anfange. Fucking Factory. Dann kannst du wieder mit Benjamin connecten. Der ist, glaube ich, nicht mehr auf dem Server. Ach so. Ich habe Landebahn hier stehen gehabt. Da müsste ja dann der Flughafen sein, ne? Ja.
naheliegend, ne? Na toll, weißt du, wo das ist? Nee. Das ist ungefähr 200 Meter weiter nach links. Ja. Von da, wo ich vorher gespawnt bin. Super. Ich sehe die Insel mit dem Häuschen drauf, ey, das ist doch scheiße. Ich will hier, ich will auf eine andere Seite spawnen. Ich würde ja jetzt quasi aus der Stadt rauslassen, aber da ich nichts hab, bleib ich einfach hier. Ich gehe sonst einfach mal zum Airfield. Macht halt. Ich guck mal, ob ich hier noch irgendwo was auftreiben kann. Irgendwas halbwegs cooles zumindest mal, ey. Ich hab gar nichts zu holen, ey. Dafür ich weiß gar nicht mal so genau, wie ich zum Airfield komme, ey. Dafür robbe ich in der halben Stunde die scheiß Gegend, ey. Ja, ich kenn mich auch nicht, finde mich auch nicht mehr zurecht. Wir sind ja hier auf der Seite. Aha. Wir spielen einfach zu wenig. Und ich habe auch die Karte nicht mehr hängen. Das ist das Krankenhaus. Ach, schon falschen Channel, glaube ich. Hast du das gelesen, was ich geschrieben habe? Nein, kann ich nicht lesen. Okay, dann habe ich falschen Channel. Da liegt ein verblutender Spieler. Ich soll meinen Loot holen, hat er gesagt. Ja, das habe ich gelesen. Scheiße, da liegt ein blutender Spieler, ey, da gehe ich nicht hin. Jetzt konntest du meine Antwort aber lesen, ne? I found your mommy, ja. Oh, keine Zeit mehr. Ja, die, weißt du, das sind auch so Behinderte. Ich meine, wir sind ja jetzt nicht die größten Profis hier, aber... Weißt du, dann kommen die... Ja, du darfst natürlich nicht schreiben, wo du bist. Das ist ja total doof, das ist ja total Anfängerfehler, ey. Das hat halt auch scheiß null Auswirkung, ey. Wenn er dich findet, dann findet er dich. Ob du das schreibst, dass du in Tscherno hinter der Kirche dir einen schrubbelst oder nicht. Hey, I want the guy who shoot at you. Schön. Oh, da liegt ja noch einer. Hat er was dabei? Der hat Magazine. M9. Take it! Der stinkt. Die Fliegen sind schon da. Die Fliegen sind schon da. Die Fliegen sind schon da. Der stinkt. But watch the scene and it was awesome. Schön. Du bist doch gar nicht ein Elektro, du Penner. Du willst nur, dass die mich wegsnibbeln. Nein. Du bist so ein Assi. Nein, da wird mir nie einfallen. Ich snibbel hier die Leute weg, klar. Schon zwei Leichen kreuzten meinen Weg. Weißt du noch, am Airfield, da waren noch diese beiden großen Fabrikhallen. Und daneben war so ein Militärgebäude, so in Tarnfarben. Mhm. War da irgendwo Loot dran, weißt du das? Pff, da fragst du mich was, ey, keine Ahnung. War da in der Ecke nicht Loot hier? Weiß ich nicht. Nee, hier liegen alle Kippen und so, nee, da war da nix. Knippen, da liegen Kippen. Ist das Loot oder ist das nur Textur? Ne, nur Textur, da ist nix. Ich glaube auch. Ja. Voll die Behinderten hier, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist bestimmt so ein Sniper. Der hat Langeweile, deswegen kann er auch in Ruhe schreiben. Ja. So wie auch die anderen beiden eben.